Holla, hier ist Nana Sturm und in diesem Teil des Gesprächs mit Claudia von Werlhoff geht es um die Maschine. Die Maschine als System, die Maschine als das Nonplusultra des Patriarchats. Wir sind für dieses Gespräch nach draußen gegangen und man muss zugeben, es war so eine mittelmäßig gute Idee. Es war eiskalt, das Licht ist nicht schön gewesen. Hier seht ihr ein paar Bilder von uns, wie wir da gesessen haben. Ich werde euch nicht das ganze Interview mit Bild zeigen, sondern es gibt da andere Bilder hier dazu. Und auch der Sound ist, also eigentlich sehr passend. Man hört viele Maschinengeräusche im Hintergrund, das haben wir nicht bewusst so ausgesucht. Wir wären auch nur mit den Vögeln zufrieden gewesen. Die sind teilweise durch die Maschinen allerdings kaum noch zu hören. Es passt ja leider doch auch irgendwie. Das Thema ist ganz besonders wichtig, also Ohren gespitzt und auf geht's. Gut, also jetzt überlegen wir, was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben versucht zu erklären, was eine Zivilisation ist und dass der Hauptunterschied zwischen der matriarchalen und der patriarchalen Zivilisation besteht und dass es bestimmte gesellschaftliche oder zivilisatorische Verhältnisse gibt, die eine Zivilisation charakterisieren. Also wenn man verstehen will, wie die Zivilisation ist und welchen Charakter sie hat, dann muss man diese Verhältnisse mal anschauen. Also das Naturverhältnis mit Ökonomie und Technik, das Geschlechterverhältnis, das Generationenverhältnis, das politische Verhältnis und das Transzendenzverhältnis. So hatten wir kurz angeschnitten, zum Teil schon diskutiert. Und die These von mir war, dass die gegenwärtige Zivilisation, also das kapitalistische Patriarchat, wie wir das mal genannt haben, einen bestimmten Höhepunkt jetzt zusteuert im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Patriarchats. Also das Patriarchat ist erstmal nur eine Idee und die Frage ist, wie setzt die darum herum entstehende Zivilisation das dann durch? Und die Idee ist eben der Umsturz der Naturordnung und ihre Ersetzung durch eine künstliche Schöpfung, die dann also nicht mehr von Mutter Natur und den menschlichen und sonstigen Müttern stammt, also als Lebensentstehungsordnung, sondern vom Patriarchat, also den Männern selbst, hergestellt wird und zwar dann natürlich auch eine ganz andere Ordnung. Wenn es dieselbe wäre, bräuchten sie das den ganzen Umweg ja nicht machen. Also es geht ihnen darum zu beweisen, dass die Männer alles besser können als die Natur und als die Frauen und entwickelt darum herum ein Programm, ein Handlungsprogramm, was sich als Technik dann niederschlägt. Also die patriarchale Technik ist die, die dazu führen soll, dass die Männer, die zu den Schöpfern aufsteigen, die sie gerne sein wollen. So. Und die These von mir war, dass wir jetzt am Ende dieser Entwicklung des Patriarchats angekommen sind, indem es ihm langsam jetzt wirklich möglich wird oder zu sein scheint, diesen Schritt in diese Utopie der männlich geschaffenen Welt hineinzukommen. Und dass dieser Umsturz, den wir jetzt erleben, anhand Corona und Folgen und folgendem, erleben, wie diese letzte Phase, in die es jetzt gehen soll, aussehen wird oder aussieht. Also das Chaos, das wir jetzt alles erleben und die Unordnung sind ein Ausdruck dieser neuen Phase, die das sozusagen das Projekt zu Ende bringen soll. Also soll wirklich erreicht werden, dass man ohne die Natur, ohne die Frauen und so weiter leben kann und schaffen und schöpfen kann und dass das die bessere und höhere Welt sein soll, ne, der Fortschritt. So, da waren wir gelangt und ich fand das eben, was ich bemerke, ist, dass die Zivilisation, also als Ordnung, der Gesellschaftsordnung, auch des Patriarchats jetzt in eine völlig neue Phase eintritt und die dazu führt, dass es gar keine Zivilisation mehr gibt. Also das ist meine These. Die Zivilisation wird jetzt aufgelöst. Das kann man anhand der
Untersuchung der vielen, der verschiedenen zivilisatorischen Verhältnisse auch feststellen. Also die Natur verschwindet, die Geschlechter verschwinden, eine natürliche Generationenabfolge, also alles, was mit Natur zusammenhängt, wird jetzt geschleift, so weit wie möglich abgeschafft und durch die Maschine ersetzt. Deswegen müssen wir jetzt über die Maschine sprechen, was Maschine bedeutet. Die meisten Leute denken, Maschine ist halt das Gerät, mit dem sie da irgendwie umgehen und so weiter. Und denken vor allem, die Maschine dient uns. Und sie dient uns und sie ist ein besseres Handwerkszeug und so. Ne? Und das ist aber eben nicht, das ist also ein Irrtum. Ne? Die Maschine hat damit überhaupt nichts zu tun. Es gibt ja viele Techniken in der Geschichte, die man unterscheiden kann. Also zum Beispiel magische Techniken, Liebestechniken, handwerkliche Techniken. Aber die Maschinentechnik ist was ganz anderes und verfolgt auch andere Zwecke, weil sie ist eigentlich das Nonplusultra der patriarchalen Entwicklung. Also die Maschine soll das bessere Leben sein. Die soll lebendig sein, denn sie bewegt sich. Und sie soll überhaupt die Erschaffung des Lebens durch die Maschine und als Maschine soll dadurch in Gang kommen oder gewährleistet sein. Das ist der besondere Charakter der Maschine. Die hat überhaupt nichts von einem, von etwas an sich, was hilfreich oder nützlich wäre, obwohl es erstmal so aussieht, wie im Prozess ihrer Entwicklung, sondern soll all das, was uns nützlich oder lebenswert erscheint, wirklich ersetzen. Also die Maschine ist ein Projekt der Ersetzung des Lebendigen. Das ist das Hauptziel und vor allen Dingen, sie beginnt an einem Punkt und breitet sich unaufhaltsam aus. Also sie verschlingt alles in ihrem Umfeld und verwandelt alles in maschinelle Bedingungen bzw. in Maschinerie direkt, mit der sie sich dann verbindet, sodass am Schluss eine Art Megamaschine entsteht. Der Günther Anders, der einer der ersten, die das gesehen haben, hat das genannt, die Entwicklung zu der einen Maschine. Alle Maschinen werden eine Maschine. Man sieht es zum Beispiel an, selbst so etwas Harmloses wie ein Staubsauger, funktioniert ja, ist ja eine Maschine, funktioniert nicht ohne eine Infrastruktur, also Elektrizität in dem Falle. Und kein Auto funktioniert ohne die Infrastruktur des Straßensystems. Das heißt, die Maschine zeigt sich immer als System, selbst wenn sie als Einzelgerät aufscheint, sie ist immer mit einem System, mit einem Infrastruktursystem verbunden, nach dem Straßennetz der Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Energieversorgung generell, weil sie sonst nicht funktionsfähig wäre. Und deswegen ist dieses komische System, dass es immer mehr sich ausdehnt und ausbreitet und alles erfasst und jetzt eben auch nicht nur die äußere Natur, sondern uns als Menschen. Wir als Menschen werden in die Maschinisierung nicht nur indirekt, sondern direkt einbezogen als Leib, als Geist, als Seele, als Menschen, als Körper und so weiter. Das ist der Prozess, der uns jetzt bevorsteht. Das heißt, eine Art Abschaffung des Menschen durch seine Maschinisierung. Also Abschaffung der Individualität, der Besonderheit, der Eigenmächtigkeit, des Geistes und der Seele. Ich habe das dringende Bedürfnis, auch wenn ich weiß, dass du derzeit nicht viel Grund zur Hoffnung siehst, das insofern umzuformulieren, dass uns das bevorsteht, wenn wir nicht auf der Stelle und entschlossen handeln. Glaubst du, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, sich dem entgegenzustellen? Tja, also es könnte sein, dass es das gibt, aber es ist ja so, dass die Maschine das Symbol des Fortschritts schlechthin ist. Und die Mimesis an die Maschine, also die Annäherung an die Maschine als Modell, als Lebens- und Handlungsmodell, so weit fortgeschritten, dass die meisten Leute sich jetzt schon selbst als Maschine verstehen, nicht nur die Medizin und so behandelt. Ja. Und inzwischen auch die Digitalisierung uns integrieren will in die Maschine, also als Internet of Bodies und so weiter. Die Leute haben noch gar nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Sie sehen immer noch den Fortschritt, der mit der Maschinisierung einhergeht. Ja, also weiß ich nicht, die ganzen, jetzt was weiß ich, einen Kühlschrank, der dann selbstständig irgendwie sagt, ja, ja, das und das fehlt hier. Das ist ja was, wo die Leute irgendwie das Gefühl haben, oh, das macht mir das Leben leichter. Ja, ja, also die gehen da ja immer noch mit. Ja,
Ja, eben, sage ich ja. Sie haben überhaupt nicht verstanden, worauf das hinausläuft, dass Sie ein Teil dieser Maschinerie werden. Das kann sich auch niemand vorstellen, obwohl Sie diese Fantasien ja schon längst haben. Aber wie das dann wäre, wenn Sie wirklich buchstäblich Menschmaschinen sind und Maschinenmenschen, die gibt es ja in vielen Formen inzwischen, die Versuche, das voranzubringen. Und das wird mit dem Programm hier, mit der Impfung und so, das ist ja eine Vorform auch dieser Attacke auf uns, dass wir am Ende durch die Miniaturisierung der Maschine, also die Mini-Maschine bis zum Nanobot und so, also in molekularer Größe bzw. kleine, uns in uns funktioniert und von außen erreichbar uns dann in Roboter und Zombies verwandelt. Ne? Also das hat dann mit dem, was wir bisher unter Menschsein verstanden haben, dann überhaupt nichts mehr zu tun. Und es geht auch nicht mehr um unsere Intelligenz oder unsere Gedanken und Seelensprünge oder die Gedichte, die wir schreiben. Das braucht diese Welt nicht. Die Maschinenwelt braucht keine Goethes und keine Mozarts. Ne? Das können die sagen, können sie viel besser selber, indem sie also den Supercomputer oder den Quantencomputer entsprechend informieren, ne? Und diese Systeme bringen dann ihre eigene Musik hervor oder ihre eigene Literatur und so weiter, ihre eigenen Gedanken, Gefühle, und die werden uns dann auch übertragen, ob wir wollen oder nicht. Also das heißt, diese Welt ist autark im Sinne, unabhängig von dem, was wir immer noch einspeisen würden, unseren Geist und so weiter. Im Gegenteil, es wird sogar behauptet, die Maschinerie würde ihren eigenes Seelenleben und ihren eigenen Geist. Sie ist der Geist, der neue Geist ist die Maschine, nicht? Das Computerprogramm, die Software, das ist der neue Geist. Und sie denken auch, dass am Schluss so ein Quantencomputer auch eine Seele haben wird. So. Also die Usurpation, es geht um die Usurpation aller Bestandteile des Lebens und des Universums durch die Maschine. Das ist die Idee dabei. Also auch die Erde wird ja angegriffen von den neuen Technologien. Also das läuft unter dem Motto vierte industrielle Revolution. Das heißt, die dritte war die Computerisierung, die zweite war die normale Industrialisierung und die erste war die Dampfmaschine. Also das wird ja alles hinter uns gelassen. Die zweite industrielle Revolution wird gerade geschleift. Das heißt also alles, was mit Holz und mit Kohle und Öl und so weiter läuft, soll ja weichen. Deswegen wird jetzt das Energieangebot verknappt, damit die nichts mehr produzieren können, unter dem Motto, das ist CO2 und schädigt das Klima, was ein völliger Quatsch ist. Also das heißt, nach Corona kommt jetzt die Klimatheorie. Wir müssen vor allen Dingen kein CO2 mehr produzieren, obwohl das ja ein Pflanzengas ist, was zum Naturkreislauf gehört und zur Sauerstoffproduktion und so, sollen wir lieber ersticken oder so ähnlich. Also sie wollen das CO2 weghaben. Was aber nur die Beschreibung des Ziels ist, alles, was CO2 produziert, weghaben zu wollen. Also die Industrialisierung, die mit diesen Energien arbeitet, also mit den Rohstoffen arbeitet, und gleichzeitig den Konsum. Also der Konsum, den wir uns leisten, produziert CO2 in allen Ecken und Enden. Wir selber, indem wir atmen und so weiter. Das heißt, wir sind im Wege. Wir sind als Konsumenten und CO2-Produzenten mit dem Modell der früheren industriellen Revolution im Wege und werden entsorgt. Das ist tatsächlich für mich auch ein Punkt, wo ich irgendwie merke, dass es mir schwerfällt. Also wir sind ja zu Konsumenten gemacht worden und wir sind ja da reingetrieben worden, dass wir immer mehr konsumieren. Und der Kapitalismus hatte die Aufgabe, auch der Sozialismus, ganz ähnlich, die Zerstörung der Welt und ihre Verwandlung in Ware, Kapital, in Geld, in Energie voranzutreiben. Das ist ja das Ziel gewesen. Also Natur, alles was von Natur aus da ist, muss verwandelt werden in was Besseres und Höheres. Also Natur wird verwandelt in Ware. Ne? Also das heißt, du schlägst die Wälder ab und machst daraus irgendwelche Schiffe oder Tische oder sowas. Also das heißt, und verkaufst die. Ne? Also die Umwandlung von Natur in Kapital, am Ende in Kapital. Und in Maschinerie, speziell Maschinerie, das was Marx das Kommando nennt, das heißt der Befehl. Es wird ein System geschaffen, in dem Befehl... Oh, warte, das ist lauter als alles andere bisher. Also das Erste, was man machen kann, wenn man das einmal kapiert hat,
wie das funktioniert, worum es geht. Ne? Dann muss man das natürlich erst einmal verkünden. Deswegen habe ich ja mein dickes Buch geschrieben, Väter des Nichts, kommt jetzt auch demnächst. Ich bin ja am Produzieren mit dem Verlag. Zum Wahn einer Neuschöpfung der Welt, heißt das Untertitel. Ne? Das ist ein Wahn. Das ist ja kein natürliches Phänomen, das Patriarchat, sondern ein Wahnsystem, völlig unnatürlicher oder übernatürlicher, wie Sie selber sagen, Qualität. Das muss aufhören damit. Und die Leute haben es noch nicht verstanden. Und es muss erstmal verstanden werden, wo wir leben, in welcher Zivilisation wir leben und was deren Programm ist. Sie hat ein Programm, ein Projekt und das setzt sie auf Biegen und Brechen durch. Und wir sind jetzt mitten an dem Punkt, wo es uns selbst ans Leder geht und nicht nur an Pflanzen, Tieren und sonstigen Rohstoffen in Gänsefüßchen, die Natur als Rohstoff, ne? Sondern wir sind selbst Rohstoff inzwischen. Und das heißt nichts Gutes. Ne? Mhm. Also die Kolonisierung hat uns jetzt auch erfasst, und zwar nicht nur die dritte Welt und die Schwarzen, sondern auch die Weißen. Das ist das, was wir im Moment erleben und überhaupt nicht verstehen, die meisten überhaupt nicht verstehen können, weil sie dachten, sie seien die Helden der Weltgeschichte. Und das ist das Erste, was es muss erst verstanden werden, worum es hier geht und wie das läuft, also in welchen Formen das läuft und was es bedeutet. Also es wird auch in der Literatur ja gar nicht verschwiegen. Also alle diese Technologen, die das erfinden, die diese Techniken der vierten industriellen Revolution erfinden, das ist also die künstliche Intelligenz, das sind die Biotechnologien, das heißt also die Gentechnik und synthetische Biologie und Nanotechnik. Und dazu kommt noch Geoengineering, das kommt dann von oben auch noch. Also wir sind ja wirklich in der Salami sozusagen eingepresst von oben und unten. Und die ganze Welt wird dann mit Planet insgesamt transformiert in ein maschinenähnliches System, in dem wir, wo die Maschine nicht mehr uns zur Verfügung steht, sondern wir ihr. Mhm. Wir sind ihr Teil geworden. Also nicht nur mit der Arbeiter am Fließband, der ja auch schon ein Teil der Maschine ist, sondern innerlich und äußerlich als Menschen, also als Lebewesen selbst. Ne? Und das ist eine neue Maschine, die jetzt entsteht. Also Digitalisierung heißt, alles wird in die Maschine einbezogen. Also alles hat eine Information, jede Straße, jedes Gerät, jeder Mensch, und zwar auf derselben Ebene als Information. Das heißt, es gibt dann auch natürlich gar keine Rechte mehr. Als Information hast du keine Rechte mehr. Du bist ein Ding. Und du gehörst denen, die dich produziert haben oder die dich integriert haben in das System, also den Firmen. Das heißt, es gibt dann auch keine Menschenrechte mehr oder irgendein Recht auf Leben oder auf Eigenständigkeit. Nichts, ne? Gar nichts. Nichts ist ganz schön wenig. Aber wir geben noch nicht auf. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up.